Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Donkey Kong Country Tropical Freeze. Es ist jetzt früh am Morgen um 10.47 Uhr, Part 8 lädt gerade hoch, 9 und 10 folgen dann noch. Das ist jetzt Part 11, den ich jetzt aufnehme und wir spielen jetzt 1K Durchhängedrama. 95 Leben und 296 Bananenmünzen haben wir schon. Ich denke mal, Bananenmünzen haben wir genug. Oh, jetzt bin ich ans Mikrofon durchschossen. Mikrofon. Ich muss jetzt erstmal hier mich einsprechen, ne? Sozusagen. Ich habe den K-Level damals gespielt in... Hier gibt's ja zum Glück keine Puzzleteile, aber Buchstaben. Wow, fuck. Wow, das war gerade richtig knapp. Ich überlege gerade, wo hier die... Ja, tschüss. Okay, fuck. Das war jetzt blöd. Da war das Puzzleteil. Wow. Oh nee. Das Positive ist, wenn man die Puzzleteile eingesammelt hat, muss man sie hier nicht nochmal einsammeln, ne? Das finde ich gut an den K-Leveln. Wie viele Puzzleteile gibt es hier? 5. Ja, ist möglich, ne? Ah, jetzt haben wir Cranky. Ja, geil. Feiere ich mich ja richtig, wenn wir Cranky haben. Weil ich mit Cranky ja so gut spielen kann. Okay, mit den anderen kann ich auch nicht wirklich gut spielen. Was war das für ein Fail, ne? Das war ja schon wieder so ein unnötiger Mega-Fail. Okay, ja, wie konzentriert dich? Es ist früh am Morgen, aber ich will nicht Cranky, Mann. Cranky bringt diesen Level überhaupt nichts, wenn wir an Lianen sind. Da bringen nur Dixie und Donkey was. Hey, Diddy, das laber ich. Hui. Ja, jetzt haben wir ihn schon verloren. Geil. Ich bin einfach so schlecht. Leute, tut mir leid. Ich muss mich erstmal wieder einspielen, ne? Stellt euch einen auf 45 Minuten Parts. Schade, dass es hier auch kein Leben gibt, ne? Das ist der Nachteil. Ich meine, hier gibt es Bananenmünzen. 300 haben wir jetzt. Ich glaube, wir hatten schon vorher 300. Oder? Seht ihr, mit denen ist man voll im Vorteil hier. Oh mein Gott. Shit, jetzt haben wir ihn verloren. Dann gehe ich auch erstmal baden. Ist immer eine gute Idee, ne? Ich hätte mir die Augen... Ich bin jetzt so ein richtig verkorkster Typ gerade. Minecraft würde ich um diese Uhrzeit nie in meinem Leben aufnehmen, weil ich jetzt so müde bin, ey. Also mit Facecam, da sehe ich richtig scheiße sicher aus. So. Das funktioniert ja alles noch ganz gut. Das auch. Das hier jetzt mittlerweile auch. Und dann kommt so ein unnötiger Fail und ich verkacke es. Ist doch geil, Leute. Das macht Spaß. Vor allem, wieso muss hier immer als erstes Cranky kommen? Das nervt ein bisschen nämlich. Dass er immer als erstes Cranky kommt. Muss ich immer kurz warten. Weil ich will nicht Cranky haben. Weil Cranky der behinderteste von den Affen ist, der einen hilft. Weil er sich so wie Dagobert Duck aus DuckTales steuert und das ist ziemlich schwer.
Das haben wir jetzt hier, oder? Danke, Donkey, dass du dich nicht rechtzeitig duckst. Jetzt verlieren wir gleich die. Habe ich doch gesagt, wir verlieren Diddy. Oh mein Gott. Scheiße, ey. Ich wusste, dass ich jetzt sterbe, aber wenn ich dann immer ein Puzzleteil mitkriege, dann bin ich eigentlich froh, weil ich dann was erreicht habe, wenn ich ein Puzzleteil habe, ne? Weil die K-Level sind schwer und der zweite soll mega schwer sein, habe ich gehört von jemandem, der das Spiel auch gerade spielt. Der ist nämlich weiter vor mir. Weil er einfach ein Pro ist bei Donkey Kong. Also nicht so der Mega-Pro, aber er hat Returns gesuchtet. Also davon her, der hat das in 3 Tagen durchgespielt. So. Bananen. Ich halte mich übrigens jetzt immer mit ZR fest. Vorher habe ich ja mit ZL gemacht. Wow. Mittlerweile nicht mehr. Okay, jetzt haben wir hier wenigstens wieder immer noch alle Leben. Was mache ich denn? Bin ich bescheuert? Ich brauche das Puzzleteil nicht. Das war wieder mega gut von mir. Okay. Wir haben noch 2 Leben, aber es kommen auch noch 2 Puzzleteile. Das sagt nämlich, dass das Level noch nicht zu Ende ist. Das Level. Hier muss man locker alles einsammeln. Hier muss man alles einsammeln. Da muss man alles einsammeln. Okay. Wenn wir den hier in einem Part schaffen, dann bin ich eigentlich froh darüber. Okay. Wow, eigentlich könnten wir Dixie. Was, da kann man nicht stehen? Hä? Da kann man echt nicht stehen? Oh, was ist das denn? Alter, übertreib's mal nicht. Übertreibt es mal nicht. Ich meine jetzt, ich habe jetzt die Affen angesprochen, ja? Ihr fühlt euch jetzt nicht angesprochen. Bananenmünzen kann man aber hier richtig gut farmen. Das weiß ich auch noch von Returns. Dabei habe ich ja Returns nicht mal durchgespielt. Seht ihr, hier kriegt man nämlich immer schön wieder viele Münzen. Oh, Junge! Hier sind aber auch keine Gegner, die man töten könnte, ja? Oh! Okay. Ich probiere mal. Also ich denke, ich kann die nicht töten, ne? Aber was für ein Zufall, du kannst sie nicht töten. Jetzt wird's scheiße, ne? Und wenn Donkey Kong sich da nicht festhält, dann kann ich nichts anderes machen, außer auszurasten. Ey, Donkey Kong, du Hässlon. Verliert der Dixie und hält sich nicht fest. Dabei habe ich die Tasten tief reingedrückt, ey. Ey, Mann. Wenn ich jetzt hier schon ausraste am frühen Morgen, dann wird der Aufnahmetag ja sehr gut sein. So beginnt ein Aufnahmetag. Und hier gibt es ja auch kein Speicherschwein mehr.
Ja. In anderen Levels gibt es 3 Speicherschweine. Oder mehrere Speicherschweine. Hier gibt es keins. Das ist das Schwierige an diesen Leveln. Eigentlich nur. Das schaffe ich ja jetzt bis hier auch schon. Locker ohne Fail. Mein Gott. Oh, Junge. Oh, Junge, da macht er keinen Rolf. Okay. Ich bin doch hohl. Es geht nicht. Jetzt brauche ich Salzstangen hier. Mann. Halt die Musik. Nervt mich mittlerweile schon ein bisschen. Jetzt fällt der Ton wieder aus. Da darf ich mich dann nicht irritieren lassen immer. Das Gute ist, wir verlieren auch nicht so viele Leben. Man kriegt halt immer wieder schön viele Bananenmünzen. Bananen meinte ich eigentlich. Bananenmünzen kriegt man auch welche. Das hier hasse ich. Es war jetzt scheiße, ey. Jetzt verkacke ich wieder da. Wetten. Oh mein Gott. Aber wir haben jetzt das Puzzleteil, ne? Sterben aber da, weil ich nicht dran gedacht habe, dass es weggeht, ey. Wie viele Puzzleteile haben wir jetzt? Ja, fehlt nur noch eins, also. Der hier geht noch. Der Level. Und jetzt habe ich nicht dran gedacht, dass man da ja nicht stehen kann, weil das ja nicht geht. Das ist halt die Scheiße mit Dixie Kong, ey. Ich will trotzdem hier haben. Wir brauchen auch Frauen hier, ne? Wie ich es einfach nicht mehr gebacken kriege, von den einen ersten auf den zweiten zu springen, ey. Ist das so schlimm? Ich bin echt schlecht in diesem Spiel. Jetzt habe ich Cranky Kong ausgewählt. Kann ich gleich baden gehen? Wortwörtlich. Was willst du mit Cranky Kong erreichen? Mensch, wir waren am Ende. Ey, Junge, was ist los? Ich muss einfach nur rüberspringen und ich krieg das nicht hin. Ey, ich kapiere das jetzt nicht ganz, wieso ich jetzt schon wieder faile. Ja, genau, verlier da einfach ein Leben, ey. Verlier doch einfach ein Leben, genau. Die Scheiße ist, hier sind auch keine Leute, die wir töten können, um extra Herzen zu bekommen mit der guten lieben Dixie. Aber wiederum müssen wir jetzt auch das andere Puzzleteil nicht einsammeln. Dö-dö-dö.
Das war mega knapp, ey. Komm, jetzt schaffe ich dieses Level. Einfach nur nach oben, ey. Ich bin so schlecht, alter Mann. Ich sehe schon, ich brauche hier für den zweiten K-Level, der soll noch schwerer sein. Facepalm. Solche Fails sind unnötig. Und okay. Konzentration. Concentration. Was ist denn das? Och, meine Güte. Wieso kommt der so spät? Eine berechtigte Frage, weil ich das Fass so weit wegschmeiße. Ganz einfach. Ich glaube, ich bin jetzt das zweite Mal dieses Level erst mit Diddy. Aber ich hoffe, mit Diddy kann ich es besser. Mal sehen. Oder auch nicht. Weil ich da noch so ein... Genau, jetzt machen wir es ohne den, ey. Wieso denn nicht? Okay, wir werden sowas von abkacken jetzt wieder hier. Wir haben schon verloren, ey. Ich kann mich töten lassen eigentlich. Wie willst du das hier mit einem Leben schaffen, ey? Wenn jetzt so schaffe ich es und dann denke ich mir so, wollt ihr mich verarschen? Junge. Und nee, jetzt bin ich an dem gestorben, ey. Das geht doch nicht. Also entschuldigt mich, wenn ich immer ruhig bin, weil das Spiel ist einfach so schwer, da muss man sich einfach durchgehend konzentrieren. Wenn es echt bei... Ich habe mir eigentlich vorgenommen, mehr zu labern. Aber jetzt bei diesem K-Level kommt man eigentlich gar nicht dazu, was zu labern. Deswegen... Sammle ich jetzt hier Leben. Indem ich diese Viecher umbringe. Mit der Spezial-Attack-Kombo. Aber wenn man die hier umbringt, dann ist man ja behindert, ne? Du bist ganz weit so und dann machst du aus Versehen die Spezial-Kombo und pingst die um, ey. Und dann... So beim letzten. Das wäre richtig mies. Das stelle ich mir richtig mies vor. Okay, läuft bisher. Jetzt hier wieder konzentrieren. Och nee, wieso musste ich jetzt hier ein Leben verlieren? Ich glaube, hier müssen wir alle Münzen einsammeln. Ja.
alle 5 Puzzleteile. Das heißt, wir müssen den Level zum Glück nicht nochmal spielen und er sammelt Geschenke. Oh, das sind diesmal Geschenke. In Donkey Kong Country Returns waren es ja halt diese geilen Blasen, wo er dann drauf immer, mit denen er immer gefickt hat. Und hier sind das Geschenke oder Maya-Tafeln oder what the fuck. Okay. Eine von 8 oder 6 oder 7 oder wie auch immer. Döp, 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 döp. Und ich glaube, wir haben jetzt die erste Welt komplett. Außer den Time Trials. Ja, aber die Time Trials mache ich ja nicht. Du hast ein mysteriöses Artefakt gefunden. Kombiniere 7 mysteriöse Artefakte, um noch mehr Geheimnisse zu lüften. Da seht ihr auch alle Puzzleteile und Kongo-Scham. Dann würde ich sagen, suchen wir hier diesen 2 Level. Hier gibt es Secret Exit. 2. Oder das ist eins. Der 1 ist, glaube ich, der Kong-Level. Ich würde sagen, wir suchen erstmal hier im ersten Teil Level jetzt noch die Puzzleteile. In dem hier erstmal. Und da setze ich Squawks ein. Wir haben ja jetzt genug Squawks. Ich könnte es auch ohne Squawks spielen, aber mit Squawks finde ich immer sicherer, ne? Gemühlrädert. 2, 1. So, ich überspringe die Szene, weil wir die schon kennen. Okay, die erste Münze weiß. Erster Puzzleteil war jetzt nicht schwer. Ich habe immer Angst, dass ich da an den Seiten runterfalle. Ja, erstes Puzzleteil war einfach. Erstens hat man gesehen, der Bonuslevel war vielleicht nur ein bisschen schwer. Und Squawks hat ja auch schon gepfiffen. Ja, ich will Dixie auch haben. Hä? Was labert Squawks? Achso, hier. Hä, nein. Hä? Ich check's mal wieder nicht. Die Kamera ist aber runtergegangen. Das heißt, irgendwo da ist das Puzzleteil, ne? Uns fehlt nur noch das, ne? Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Hä? Okay, ich habe keinen Plan. Plus, ich kann Laxfax auch rufen. Ich meine, der ist drüben im anderen Zimmer. Aber der kennt sich ja auch nicht aus mit dem... Was labert Squawks? Ach so, was. Oh ja, das war wieder so mega Fail von mir.
Wo man sich dann denkt, wieso man sowas übersieht. Schade, ich wollte ein Leben haben, aber egal. So, naja. Ich wollte gerade schon sagen, jetzt kann uns ja eigentlich nichts mehr passieren. Und genau in dem Moment werde ich getroffen. Hier holen wir uns wieder die Leben zurück. Und jetzt spielen wir den Level einfach nochmal zu Ende. Okay, hier hole ich mir nochmal schnell das Leben. Die Leben. Oh, du hässliche Maus. Jetzt kommt Diddy Kong, aber nein, Diddy Kong habe ich nicht. Will ich nicht haben. Ich feiere die Musik übrigens voll. Ich dachte, hier wäre vielleicht die Münze, wenn wir alle das letzte Puzzleteil, wenn wir alles hier einsammeln, die Bananen. Aber angeblich war es ja hier nicht, ne? Jetzt kommt unsere Lieblingsstelle, die ich aber mittlerweile kann. Sicher, ja, seht ihr? Wie locker flockig das geht, wenn man nichts einsammeln muss. Uiuiui, wie locker flockig das. Schade, ich hätte das Lebenkern gehabt, aber egal. So. Leben, ja. Leben ist immer gut. 99 Leben, lustig. Ich weiß gar nicht, ob es mehr gibt. Jetzt gehen wir nochmal zurück zur Karte und dann würde ich sagen, das war es auch schon wieder für diesen Part. Den Kong-Level haben wir ja super geschafft in der Zeit. Auch wenn ich ein bisschen viel gefailt habe. Jetzt bei diesem Level ging es eigentlich. Mit den zwei Puzzleteilen. Ja, und dann machen wir nächsten Part nicht den hier, sondern machen wir erstmal hier oben weiter und suchen hier noch den Secret Exit wahrscheinlich. Aber erstmal spiele ich wahrscheinlich hier oben weiter. Obwohl, nee, das habe ich ja alle schon, ne? Dann fehlt nur noch der Boss. Ja, wir suchen jetzt Secret Exit und besiegen den Boss. Also, schaltet beim nächsten Part wieder ein. Bis dann und ciao, Leute.